In der Pause werden viele Dinge durchgehechelt, rasch ein Bier getrunken und auf frische Luft gefächelt, trifft man Freunde, die man lange nicht gesehen. In der Pause läuft das wahre Weltgeschehen. Günther hat mit Claudia jetzt Schluss gemacht. Bruno hat mit Gisela jetzt Schluss gemacht. Alle haben ein Motiv, manche einen Abschiedsbrief. Doch jetzt fängt das Leben an, völlig neu für Frau und Mann. Neulich ruft mich nachts ein Freund aus Bremen an. Rat mal, sagt er, was ich Idiot getan. Weißt du, sag ich jetzt so mitten in der Nacht. Du, sag ich, hab mit sie klar Schluss gemacht. Viele machen Schluss jetzt, so als wär's ein Muss jetzt. Alle guten Worte sind vergebens. Wollen alle glücklich sein, sich von dem Ballast befreien, so als wär's der Sinn des Lebens. Karin hat jetzt mit Matthias Schluss gemacht. Theo hat jetzt mit Carola Schluss gemacht. Keiner trägt mehr Trauer, alle sind nur sauer, dass das Leben nicht so läuft, wie es laufen soll. Alle haben Gründe, Hertha fährt nach Bünde und sagt auch, dass Fritz das Haus verkaufen soll. Martha hat jetzt mit Hans Otto Schluss gemacht. Werner hat jetzt mit Franziska Schluss gemacht. Emmy fährt nach Fritzlar, weil Klaus Heinz ein Witz war. Erwin ständig jammert, weil Maria klammert. Helga fährt nach Krefeld, heißt jetzt wieder Seefeld. Paul fährt in den Schwarzwald, ärgert sich doch Schwarzbald, weil Hermine schon was Neues angebandelt hat. Helmut spielt den Kühlen, lässt Christine fühlen, dass er sich von Kopf bis Fuß gewandelt hat. Mensch, sag ich, das schmeckt mir aber gar nicht gut. Ihr wart doch ein Herz und Seele mit Stock und Hut. Seid ihr doch durch dick und dünn gegangen? Wollt ihr nicht doch mal von vorn anfangen? Nein, nein, Eva hat jetzt mit Karl Wilhelm Schluss gemacht. Herbert hat jetzt mit Gertrude Schluss gemacht. Olga fährt ins Wallis, wenn das Geld dann alles, angelt sie sich neue Schweizer Kröten. Gottfried fährt nach Kusel, tröstet sich mit Fusel, aber auch mit Schiller und mit Goethen. Uschi fährt nach Frankenthal, Hermann liegt im Krankensaal, Peter fährt nach Budapest, Katrin macht ein Freudenfest, Moni fährt ins Bad nach Boll, hat von Franz die Nase voll, Richard findet alles toll. Weißt du nicht, was er jetzt soll? Nein, sagt er, wir suchen uns jetzt selber mal. Thekla fährt zunächst einmal ins Glottertal, ich zu meinen Eltern nach Holzminden und dann suchen wir, bis wir uns wieder finden. Nach der Pause sitzt man wieder eng zusammen. Steht vor großen Themen und der kleinen Kunst stramm. Doch Carola denkt an Theo, Olga denkt an Leo, Martin denkt an Monika, Gottfried an Veronika. Mancher nimmt ein langes Seil, mancher nimmt Tabletten, weil nur im Kabarett beginnt der zweite Teil.